So, da sind wir bei Eternal Darkness. Wir sind Roberto Bianchi und Architekt von Beruf. Und wir haben die Aufgabe, diese Ruine zu untersuchen und zu schauen, was man an der, ja, an der Grundstruktur machen kann, dass das Ding nicht einstürzt. Und wir begutachten jetzt mal dieses Areal. Staub und Geröll fallen vom Dach. Da es ein Gestein Verwerfung gibt. Für Roberto ist es äußerst schwierig zu erkennen, wie stabil das Gemäuer tatsächlich ist. Aber so viel steht fest. Das Mauerwerk muss stark abgestützt werden, wenn weitergebaut werden soll. Ja, das wäre auch mal besser. Also, so wie da der Stein runterkommt, würde ich mich da auch absolut nicht sicher fühlen drin. Ne? So, jetzt mal kurz auf die Karte schauen. Das waren nämlich genau zwei Areale. Oder? Das waren genau die zwei Areale, die wir checken mussten. Und für mehr waren wir eigentlich nicht eingetragen. Also eigentlich müsste unsere Schicht vorbei sein, aber ihr wisst ja, wie es ist. Da will man eine Leiter runterklettern und dann kommt man in so eine Kathedrale, wo der Boden aus schreienden Menschen besteht. Und da vorne liegt ein Buch, das aus Knochen und Haut gemacht ist. Ach, ihr kennt alle diese Tage. Yes, Tome of Eternal Darkness in meinen Händen. Und diese Geschichte spinnt sich immer mehr zusammen. Also so langsam verwebt sich im Prinzip, verweben sich die verschiedenen Geschichten der Leute miteinander. Hier, die Sprüche, genau, muss man ganz kurz gucken, was die Schnellspruch ist. Schnellspruchtasten sind magisches Item, rot. Okay, warte mal, warum ist das, Moment, da muss ich mir erstmal ganz kurz die Liste der Sprüche nochmal angucken, magisches Item. Enterborg Magamore. Und dann mache ich mal einen neuen Spruch, nämlich 5. Ha, ich habe das schon gemacht. Ne, ich glaube nicht. Ne? Und dann. Nein! Nicht Santec, sondern Pargon. Und Pargon. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den auch schon entdeckt beim letzten Mal. Ich habe es gerade gar nicht drauf geachtet. Ja, ich hatte den schon. Verdammt. Naja, egal. So. Ersetze ich den mal mit dem aktuellen jetzt. Dass ich das Ding noch besser buffen kann. Und ich mach's jetzt auch einfach mal. Obwohl ich nicht weiß, was für Gegner hier rumrennen. Die Waffe muss ja jetzt unglaublich sein. Oder es hält länger oder es ist stärker. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was jetzt. Oh, ist mit dir los? Der Arbeiter ist überrascht, Robert zu sehen. Er gibt zu, sich wie ein Feigling verhalten zu haben, indem er zurückblieb, während die anderen weiter in den Komplex hineingingen. Als die Schreie der anderen in seinen Ohren widerhallten, beschloss er, keinen Schritt weiter zu gehen. Okay, was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla! Das glaube ich jetzt eher nicht, aber wäre irgendwie. Oh Gott, Trapper. Verdammt! Wollte ich mich vorbeischleichen und dann so eine Kacke, da war ich zu nah dran. Drei auf einmal, Mann. Okay, lila, lila, lila. Verdammt, verdammt. Na gut, dann daneben da lang. Kann ich wenigstens hier mal das magische Item des Todes ausprobieren. Gefällt mir gut, was ich hier sehe auf jeden Fall. Wobei, das war halt auch einer der standardmäßigsten Gegner, die es hier gibt. Ich glaube, ganz ehrlich, egal welche Farbe man am Anfang trifft, auf der Insel, auf der man dann landet, die hat immer ein lilanes. Die hat immer direkt den Ausgang. Das heißt, man muss nicht immer von Insel zu Insel hin switchen. Guck mal, der. Naja, ist nicht. Sie sehen, der da schon lag. Der Schlag von da drüben, den ich bei dem anderen gemacht habe, der war so awesome, dass er ihn hier umgehauen hat. Verstehe ich auch. Ich meine, bei der Macht, die Roberto hier in diese Waffe legt. Ja, bestimmt. Der Architekt mit den dünnen Ärmchen. Ey, wisst ihr was? Fu. Ja, warte mal, pass mal auf. Weißt du, was ich dazu sag? In dein Gesicht. Ja, du Pisser, hättest du vorher überlegen müssen. Genauso wie du. Mach doch keinen Bullshit, Mann. Ich verhandle doch nicht mit Terroristen. Ich geh jetzt weiter da rein, ob ihr wollt oder nicht. Okay, hätten wir diese kleine Meinungsverschiedenheit auch geklärt zwischen mir und den Trappern. Was ist denn das hier? Eine eingeschützte Decke und ein Gerüst versperren Roberto den Weg. Aber hier ist ja glücklicherweise eine Leiter. Und ich dachte, dass es nur ein Querbalken wäre. Oh Gott!
Oh Gott. Das ist nicht cool. Aber zum Glück sterbt er hier wie die Fliegen, weil er sagt Xelotaph. Xelotaph. Och Gott, Trapper auch noch. Die müssen sich ja immer noch mit auf dem Schlachtfeld befinden, ganz ehrlich. Immer in den Momenten kommen, wo man sie am wenigsten braucht, einfach nur. Weil man braucht sie nie, aber vor allem da nicht. Wie, gar kein Gegner da? Wo bleibt denn die Herausforderung? Nee, aber zum Glück bin ich hier gelandet. Meine Sanity ist ja gar nicht arg weiter runtergegangen. Also dafür, dass ich in diesem komplett grün leuchtenden Raum stand, habe ich eigentlich gedacht, dass die Sanity ein bisschen mehr runtergeht, aber scheinbar täuscht dieses Licht dann doch und der Raum ist ja doch gar nicht so furchtbar, wie alle immer denken. Oh ja. Ach, der Rest von dir auch, weil ganz ehrlich, ohne Arm, was willst du machen? Da kann ich auch noch, oder? Packen wir mal, jawohl, Gulasch, Gulasch und tschüss. Ich hoffe, das war der einzige Trapper in diesem Raum. Ich habe keine Lust, diesen verdammten Limbo-mäßigen Level noch 10-mal zu machen. Was machst du da? Komisches Wesen. Was tust du? Ich muss meinen Seif verzaubern. Moment. Weil dann kann ich die Waffe noch besser ins Gesicht schlagen. Was zum Teufel? Es bringt halt auch voll nichts, wenn ich da drauf schlage. Kann das sein? Das ist schon ein mieses Vieh. Das macht erst die Flügel auf, wenn ich weggehe. Muss ich den besiegen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen muss überhaupt. Ich nehme einfach mal das, was hier rumliegt. Auf dem Bodenblatt liegt eine zerfledderte, von Staub bedeckte Rolle Papier. Oh, der Spruch Zombie. Was ist denn der Spruch Zombie? Okay, und was macht der Spruch Zombie? Klingt auf jeden Fall schon mal wie etwas, was ich benutzen möchte. Zombie. Lass mal checken. Ein Spruch aufgezeichnet auf menschlicher Haut, geschrieben mit Tinte aus destilliertem Fett. Hm, köstlich. Diese Kraft ruft einen schwerfälligen Leichnam aus dem Ebenen der Eternal Darkness, dort wo Tote und das Schlechte lebendig sind. Diese Magie sollte nicht unterschätzt werden. Sie fordert ihren Tribut, der für die Psyche des Sterblichen nicht leicht zu tragen ist. Mit den Augen der Toten zu sehen heißt, zu werden wie sie. Fuck. Lass mal sprechen, das Ding. Jetzt bin ich mal gespannt. Och komm, das sagst du mir, nachdem ich... Das ist voll cheap. Die lassen mich erstmal den Spruch sprechen, Mana verbrauchen und dann so ein Bullshit. Was ist denn hier eigentlich? Sozusagen eine vernachlässigte Bibliothek. Ein verrottetes, nutzloses Buch liegt inmitten von Tonscherben und Schutt. Okay, scheint wirklich nicht so toll sein. Toll zu sein, was da rumliegt. Hast ihr hier noch das dahinter? Nein? Gut, dann verziehe ich mich. Goodbye! Oh, goddammit. Dann sollte ich doch ganz kurz mein Seif anders verzaubern. Nämlich, warte mal, er ist rot, das heißt blau. Oder? Rot schlägt grün. Ja, müsste blau sein. Müsste blau sein. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Aber hey, wird schon schief gehen. Awesome. Okay. Jetzt haben wir ein Wasserschwert. Das ist fast wie Pokémon, nur irgendwie brutaler und abgefuckter. Elemente gegeneinander. Clash of the Titans. Armbrustbolzen. Ich wusste doch, da liegt irgendwas rum. Wo ist denn all deine Sanity? Oha, 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 Roberto. Oh, wieder mich geslaughtert. Fuck, 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 wieder mich geslaughtert. Oh Gott. Und da geht er down. Oh. Ja. Wir sehen uns gleich an der gleichen Stelle wieder. Ja, das ist dumm gelaufen, vor allem, weil ich vor einer Weile erst gespeichert habe. Das heißt, ich muss erstmal wieder hinlaufen und ich habe mir auf dem Weg einiges überlegt. Nämlich zum Beispiel... Oh, okay, dass er mich damit trifft, nicht, nein. Oh Gott, nein, komm schon. Isolierung. Fuck! Oh komm, es ist doch voll cheap, Junge. Was machst du denn da?
Muss ich überhaupt wirklich... Ernsthaft, sag mal, muss ich dich wirklich besiegen oder kann ich einfach an dir vorbeirennen? Dieser Torso versperrt mir den Weg, willst du mir das ernsthaft sagen damit? Lauf, 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 lauf! Vielleicht können wir so durchkommen. Roberto, komm schon, Roberto. Lauf, sei nicht so, lauf, beeil dich, da siehst du den Ausgang, wir können es schaffen. Ach Gott, wir werden immer langsamer. Wir werden immer langsamer, wir werden immer langsamer, wir werden immer langsamer, wir werden immer langsamer, wir werden immer langsamer. Oh, komm schon. Oh Gott. Das habe ich gerade nicht wirklich geschafft, oder? Man muss nicht immer kämpfen. Jetzt erstmal ganz kurz. Energie auffüllen ein bisschen. Holy crap, habt ihr gesehen, wie man den zu Marmelade verarbeitet hat da drüben? Das sollte uns nun wirklich nicht passieren. Ich speichere erstmal ganz kurz hier. Falls wir doch zu köstlicher Bianchi-Marmelade verarbeitet werden. Weiße Marmelade. Was ist mit ihm los? Übel zugerichte Körper liegen auf dem Boden dieses Raums. Ihr Fleisch wurde herausgerissen und gefressen. Der Verwesungsprozess hat bereits eingesetzt. Na, lecker, dann muss es ja auch dementsprechend drin riechen wahrscheinlich. Stell ich mir mal vor, ganz ehrlich... Ich bin froh, dass es keine Geruchsspiele gibt. Vor allem bei solchen Games wie Silent Hill oder Condemned oder so. Das wäre voll eklig. Ja, okay, sagt er genau das gleiche dazu. Was sagst du hierzu? Nicht besonders viele, aber hier ist eine Tür, eine weitere. Warum gehen wir nicht einfach mal durch diese Tür durch? Erkennt ihr diesen Tempel? Wisst ihr, welcher Tempel das ist? Das ist der, mit, wo wir, glaube ich, mit Karim schon mal drin waren. Das müsste Karims Tempel sein. Karims Tempel. Das heißt, vielleicht treffen wir ja Karim hier wieder, wie er mit seiner ewigen Frau, für die er sein Leben riskiert hat, die ihn aber letztendlich doch nur verarscht hat. What the fuck? Was war das denn? Wie er hier rumchillt mit ihr. Könnte ja sein. Könnte ja sein. Wär cool, wenn man die beiden mal wieder sieht. Die Waffe ist zu groß. Schlägst du gegen die Wand mit dem Teil. Finalschlag. Jawohl. Na, an der Tür muss ich immer vorsichtig sein, dass es nicht aussehen, dass die Tür wieder rausgeht. Das wird ein bisschen blöd sein. Okay, energiemäßig ist auch noch nicht so geil. Ja, dieses fünfstellige Machtzirkel ist dann schon... fünfstellige, Quatsch. Dieses Fünfer Machtzirkel ist schon ziemlich genial, finde ich. Das macht mir schon Spaß, das zu benutzen. Was geht denn hier drin, ey? Ich kann mich leider nicht mehr wirklich dran erinnern, was wir hier mit Karim alles gemacht haben oder wie die Räume alle genau aussahen. Hier arbeiten normale Menschen drin. Echt jetzt? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ja, begutachte mal dieses Areal. Auch wenn in diesem Bereich das Mauerwerk schon abbröckelt, ist die Grundsubstanz doch stark genug, um dem Monument eine solide Basis zu geben. Nice. Stimmt, da habe ich ja gar nicht mehr drauf geachtet. What the fuck? Was seid ihr denn für welche? Geht aus dem Weg jetzt, Alter. Das ist mies, bis sie mich in der Ecke... Ihr seid doch Fucker, Mann. Ich war euch wie ein Vater und dann sowas. Was zum... Lass mich hier raus. Was ist mit euch falsch gelaufen, Mann? Wie sie auf einmal anfangen. Oh Gott. Oh Gott, ich fühle mich wie in Resident Evil 4, wenn mich die kompletten Dorfbewohner durchs Dorf peitschen einfach nur. Was habe ich denn getan? Ich meine, gut, ich habe ihnen jetzt 3-4 Mal den Säbel ins Gesicht gehauen, was aber völlig legitim ist, angesichts der Situation, in der wir gerade eben waren. Oh, hier ist nochmal ein Kreuz in diesem runden Raum, wie es mir scheint. Mal schauen. Ja, da müssen wir weitergehen. Den langen Weg hier. Oder, ja, was ist der langen Weg? Dieses... Oh, die Tür ist verschlossen. Damn you. Wie können wir diese Tür öffnen? Können wir sie vielleicht öffnen, indem wir kurz speichern auf die Gefahr hin? Irgendwie... um die Gefahr zu bannen, meine ich. Nicht drauf zu gehen. Nicht so weit her. Oh Gott, Trapper. Trapper sind blind. Ah, fuck, ja, aber ich wollte gerade sagen, aber ich meine, wenn sie mich berühren, werden sie trotzdem ihren komischen Arsch-Explosionsmodus machen.
und mich dann trotzdem in diese Parallelwelt führen. Also ich denke mal, das ist kein Argument für die. Ich weiß, dass sie blind sind und man sich vorbeischleichen kann, aber in so einem engen Gang ist es halt immer doof. Und manches Mal hat es mir sogar geholfen, hier zu sein, mitten in einem harten Kampf, sag ich mal, dann hierher zu kommen, unsere Energie ein bisschen aufzustocken, einfach auch an den Quellen, die es hier hat, hier diese Energiequelle zum Beispiel. Gehst du mal drauf? Was bist du denn für ein hartnäckiges Stück Scheiße? Untot, aber noch so frech, ja? Oh, okay. Magie kann man hier nicht, aber hier an diesen Dingen kann man sich eben auffüllen, wenn es nicht schon voll wäre. Kann manchmal hilfreich sein. Muss nicht immer hilfreich sein, aber manchmal, ey, gar nicht schlecht, wenn man hier reinkommt. Gerade wirklich in Not ist und wirklich was braucht. An euch muss ich auch nicht bekämpfen. Was juckt ihr mich? Wenn ich in einer anderen Dimension bin, kann ich einfach kurz zaubern. Dann. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust, nochmal in diese Trapper-Dimension zu kommen. Deswegen klang das, als hätte ich ihm diesen Pfeil genau ins Gesicht gedrückt. Genau da, wo er auch rein sollte. Verdammt nochmal. Ja. Halt. Wrong. Hier. Ganz kurz mal einen Buff drauflegen. Ist immer hilfreich. Buffen ist immer gut bei diesen Dingern. Vor allem, da man ja zum großen Teil einfach mal mit Melee-Weapons spielt hier. Stein und Geröll der eingebrochenen Decke verhindern jeden Durchgang in diese Richtung. Wo sind wir denn gerade überhaupt auf der Karte? Okay, wir sind in dem Raum da. Ja, okay, vielleicht kommen wir da irgendwie anders hoch in diesen Raum, wenn die eine Tür verschlossen ist. Möglich wäre es definitiv. Was seid ihr denn? Gott. Oh Gott. Da liegt ein Schlüssel auf diesem Xelotaph-Podest. Na, Halleluja, dann werde ich mit diesem Schlüssel doch mal. Okay, ich kann mir diesen Schlüssel irgendwie nicht einfach so holen, oder? Muss ich von der anderen Seite ran? Ich glaube, ich muss von der anderen Seite ran. Bitte, lass es da einen Übergang geben. Shit. Gibt's nicht. Gibt's voll nicht, Mann. Das Blöde ist, der ist halt auch. Hat auch einen Chaturga-Buff drauf im Prinzip. Ich schlag einfach mal trotzdem auf dich ein in der Hoffnung, Feuer mit Feuer bekämpfen zu können. Was dumm ist, ich weiß. Was unglaublich dumm ist. Aber ich habe momentan Erfolg mit dieser Taktik, einfach mal mit dem gleichen Element sozusagen auf ihn einzuschlagen. Was hast du denn davon, so eine große Klappe zu haben? Okay. Auf dem Sockel ist ein Schlüssel zu erkennen. Er strahlt im warmen Licht des Raumes. Kann ich da irgendwie. Muss ich vielleicht hier diesen Zombie-Spruch sprechen? Und zwar dann wahrscheinlich mit dem, was es bricht. Ich probier's einfach mal. Nur über diese Kohlen zu kommen eben. Wisst ihr, wie ich meine? Wow, yeah, surprise, my minion. Nachdem ein Zombie gerufen wurde, mit drücke A, um einen Feind anzugreifen, mit R kann der Gegner anvisiert werden, wird der Kopf eines Gegners anvisiert, wird eine Beißattacke ausgeführt. Mit Start wird der Zombie aus der Kontrolle entlassen. Durch Drücken von L wird der Gang des Zombies beschleunigt. Zombies können Türen öffnen, aber keine Items aufnehmen. Fuck, okay, dann war es voll sinnlos. Dann. Lass den Zombie hier. Schon okay. Ich kann es als Übungsobjekt benutzen. Kein Thema, das kriegen wir schon hin. Ist jetzt gut, Herr von und zu Zombie. Ich habe dich beschworen, ich werde dich auch wieder vernichten. So einfach ist es. Na gut, okay, dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen, um an diesen Schlüssel zu kommen. Ich denke mal jetzt drüber nach, wie wir das machen. Und habt dann beim nächsten Mal wahrscheinlich immer noch keine Lösung. Naja, wir gucken mal. Bis dahin. Haut rein.